Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen bei Onkel Zocker, wo wir heute eine Qualle verprügeln. Und zwar in Hollow Knight. Wir machen weiter mit dem Speedrun auf dem Weg zum Achievement, in unter 5 Stunden den Hollow Knight zu besiegen. Heute geht's zu Monomon the Teacher. Und dafür starte ich erstmal das Spiel. Vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung, nochmal zurück. Die Experten werden sehen hier an diesem Bildhintergrund, den ich freigeschaltet habe. Ich habe The Radiance besiegt. Ich sage gar nicht mehr dazu. Wie gesagt, ich mache keine Spoiler. Dieses Spiel ist fantastisch. Nach wie vor mein Rat an alle, die es nicht gespielt haben. Brecht diesen Speedrun ab. Ich bitte euch. Und macht es selbst. Es ist kein Vergleich, wenn man das sieht. Und wenn man es selber, wenn man selber in diese zauberhaften Gegenden reinstolpert und dann da drin von Quallen angegriffen wird. Und das werden wir heute erleben. Beim letzten Mal haben wir ja die Watcher Knights besiegt. Oh, ich habe den falschen Spielstand geladen. Macht die Augen zu, guckt weg. Das geht euch gar nichts an. Das war auch nichts, hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ignoriert das einfach. Das war jetzt ein quasi super Spoiler. Wir laden natürlich hier den Speedrun Save. 2 Stunden, 5 Minuten haben wir schon auf dem Konto. Wie gesagt, 5 haben wir und wir nähern uns schon dem Ende. Wir haben einen Dreamer schon im Sack. Die anderen beiden werden bald fallen. Und dann der Hollow Knight macht mir noch ein bisschen Sorge dann am Ende. Aber auch den werden wir hinkriegen. Wir müssen jetzt aber erstmal hier raus aus dem Turm. Und sterben dabei einmal. Ich vergesse noch den Aufzug raufzurufen. So geht das. Das ist besser. Ja, auf dem Weg zum Monomon the Teacher müssen wir durch die Fungal Wastes und die sind von hier aus sehr schlecht zu erreichen. Aber erst nehmen wir noch ein bisschen Geld mit. Ich glaube zwar, dass ich schon genug habe für die nächsten Schritte, aber sicher ist sicher. Ich glaube, man kommt auch... Eigentlich habe ich ja Mantis Claw, aber ist egal. Ich glaube, es wird auch so reichen. Die teuren Dinge haben wir hinter uns und ich habe 1850... Ich war gerade kurz abgelenkt, weil ich gesehen habe, ich habe ein Leben verloren, eine Maske verloren und keine Seele, um sie zu heilen. Aber das beheben wir gleich. Ja, so nicht. Fahren wir direkt in den nächsten Aufzug. Stoppen wir unten ran. Als erstes müssen wir hier aus der Stadt raus. Gewonnen, so zerronnen. Eins wieder gut gemacht, eins wieder verloren. So, haben wir hier einen Shortcut geöffnet, den wir, glaube ich, auch nie wieder brauchen in diesem Speedrun, weil wir hier nie wieder hinkommen. Aber sagen, bin ich überhaupt richtig? Some Speedrunner. Ich dachte, ich weiß, wo ich hier bin, aber ich glaube, ich... Ach so, jetzt weiß ich. Das war erst der halbe Weg dahin. Das ist möglicherweise jetzt auch gar nicht der schnellste Weg dahin, wo wir hinwollen, aber... Das ist der Weg, den ich jetzt wähle. Was wir tun wollen, ist, wir wollen zurück nach Dirtmouth. Und dafür benutzen wir die Stack Station da oben. Ist der hier? Nee. Oh, das ist kein gutes Ende. Hoffen, wenn man sich nicht ordentlich vorbereitet, dann geht man beinahe drauf. Okay, noch ein Anlauf. Das ist auch nicht. Aber wir können uns heilen.
Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Und weil es ein Speedrun ist, habe ich auch keine Karte und kann auch nicht nachgucken. Das ist nicht wie ein Speedrun gehen sollte, aber so ist es. Ich bin halt auch kein Speedrunner, das ist ja das ganze Konzept hier. Jetzt wird es langsam super gefährlich. Nein! Okay. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Okay, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Aber diesmal ohne Sterben, würde ich vorschlagen. Sonst ist das Geld weg. Und wir haben ein ernsthaftes Problem, weil ich glaube, wir müssen noch ein paar Stackstations aufschließen. Eieiei. Was macht man, wenn man so lange Pause macht? Ganze geht das ganze Kurzzeitgedächtnis flöten. Naja, 12 haben wir ja schon wieder. Heimtypischen Mistfliegen. Mistkäfer. Ich glaube, ich bin halt auch schon falsch abgebogen. Ich hätte gar nicht hier oben lang gehen sollen, sondern stattdessen nach unten in die City of Tears. Und da zu King Station gehen. Aber jetzt ist es zu spät und jetzt müssen wir erstmal die Geo wieder beschaffen. Sonst, wie gesagt, kriegen wir ein viel größeres Problem. Die gute Nachricht ist, das sollte nicht allzu schwer sein, weil die ist ja einfach hier. Ich war mir so sicher, dass hier eine Stackstation ist, aber ich glaube, ich bin einfach verwirrt. Oder sie ist doch da ganz oben. Das ist möglicherweise die schlimmste Folge von allen bis jetzt. Jetzt habe ich auch noch versucht, hier im Hintergrund Walkling zu machen. Ich glaube auch, das habe ich doch gerade schon probiert, oder? Ja. So ist es. Was ist das nicht? Ich glaube, hier ist ein Wanderer's Journal. Und sonst nichts. Ja, das ist jetzt... super doof. Ich bin lost. Eieiei. Okay. Habt ihr ein bisschen Spaß beim Zugucken? Wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Ne, warte mal. Bevor ich hier vorbeigehe, nachdem ich eh schon so viel versiebt habe, einmal heilen. Und einen Save Point.
So, gleich sind wir nach dieser peinlichen Eskapade zurück auf dem Weg. Meine Güte, na, das ist Lamm, da wollen wir auch nicht hin. Und hier ist schon wieder der Aufzug nicht da. Während der kommt, können wir noch ein bisschen Geld mitnehmen. Okay, also ich entschuldige mich bei allen, die schon mal einen echten Speedrun für... Jetzt reicht's aber. Die schon mal einen echten Speedrun für Hollow Knight gesehen haben, für dieses Debakel. Das ist ja entsetzlich. Aber gleich haben wir es geschafft. Dann kommen diese sinnlosen Umwege. Ne, haben wir nicht. Da komme ich ja gar nicht hin. Ach du liebe Zeit. Ja, so ist das, wenn man sich nicht ordentlich vorbereitet. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Ist gefährlich. Buchstäblich. Aber so sehen wir ein bisschen mehr von dieser wunderschönen Kulisse. Es ist... ein Trauerspiel, was ich hier abliefere. Aber wir kommen trotzdem voran. Wenn auch im Schneckentempo. Denn hier oben... da war ich doch gerade. Ich glaube, ich bin einfach falsch abgebogen. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Es hat doch gestimmt und ich bin falsch abgebogen. Tja. Hier ist es. Ich kann zu meiner Entschuldigung nur sagen, ich habe auch gerade auf dem Account gespielt, auf dem ich schon alle Fähigkeiten und alle Masken habe. Und bin deswegen ein bisschen sorglos gerade, weil normalerweise diese einfachen Gegner vom Anfang, ich bin schon wieder falsch. Heieiei. Ja, ich kann es jetzt nicht ändern, denn wie ich schon mehrfach gesagt habe, das ist ein Speedrun und das ist jetzt, wie es ist. Wo ist die Stackstation? Oh mein Gott. Okay, jetzt gucke ich gleich auf der Anleitung nach. Ich finde die Stackstation nicht. Okay. Kurze Auszeit. Okay, ich bin jetzt ein bisschen besser orientiert, aber immer noch nicht so richtig. Aber wir müssen auf jeden Fall zurück in den Tower, wo wir die Watcher Knights besiegt haben. Ich hoffe, das ist jetzt hier durch. Es ist nicht hier durch, aber es ist hier unten dann durch. Und dann müssen wir uns möglichst rechts halten und da raus. Und dann kommen wir, glaube ich, hinter diese geschlossene Tür. Ich hoffe jedenfalls. So schon mal nicht. Das läuft entschieden suboptimal. Aber. Es ist wie es ist. Vielleicht sollte ich auch rausquitten und. Auf der Bank. Bin ich dann auch an der falschen Seite? Ich verstehe gerade. Ich habe mich total verlaufen in der City of Tears. Wir genießen die schöne blaue Atmosphäre und die. Das war auch nicht so gut. Ja, wunderbar. Jetzt ist auch schon egal. Jetzt spielen wir einmal ein bisschen Hollow Knight. Hier ist auch gar kein Schalter für den Aufzug. Bis wir aus dieser Stadt hier rausfinden.
jetzt weiß ich. Ich fürchte, ich hab's versemmelt. Nee, ich bin total lost. Also, ich fahre jetzt hier mal nach oben in der Hoffnung, dass ich meinen Fehler hier überhaupt runterzukommen wieder rückgängig machen kann. Und irgendwie nach rechts rüberkommen. Denn ja, okay, hier war der Shortcut. Das war die Ursünde, diesen Shortcut überhaupt aufzumachen, war schon der Fehler. Denn wir müssen auf dieser Seite hier runter, wo die violetten Stadtbewohner sind. Und uns schon wieder bei einer Platt machen. Und dann müssen wir an dem ein zweites Mal vorbei. Und hier geht's runter. Das war der Fehler. So, und jetzt sind wir wieder on track. Nur 5 bis 10 Minuten, nachdem wir hier reingekommen sind, haben wir es geschafft und haben rausgefunden aus diesem vermaledeiten Turm. Und können jetzt hier zur Stack Station. Ich habe mir das richtig gemerkt und falsch ausgeführt. Wir müssen zu King's Station. Gott. Ich würde ja sagen, das darf man niemandem zeigen hier, aber mein lieber Scholli. So, das hätten wir für 5 Minuten machen sollen und jetzt holen wir uns die Stag hier hin. Dafür brauchen wir Geld. Das ist aber, glaube ich, ungefähr so viel Geld, wie jetzt durch den Umweg, wie ich durch den Umweg eingenommen habe. Also da hätte es schon gar nicht gebraucht. Ja, nochmal hier eine Bank mit. Auf jeden Fall sind noch mehr Mistbauer zurück nach Dirtmouth, wie gesagt. Und jetzt sind wir endgültig on track für Monomon. Monomon ist als Gegner eine gefährliche Riesenqualle. Ich will jetzt nicht die Dramaturgie herausnehmen. Wahrscheinlich werde ich ein paar Mal sterben, weil immer, wenn ich denke, die Gegner sind nicht so schwer, stellt sich das ja als Irrtum raus. Aber das müsste eigentlich jetzt ganz gut klappen. Wobei das jetzt schon wieder, meine Finger sind offenbar heute noch nicht zur Kooperation bereit. Und dann wird es schwierig. Wir wollen schauen. Und dann mal sehen. So, das ist natürlich, weil wir den ersten Dreamer schon platt gemacht haben, hier in Crossroads auch ein bisschen der Teufel los. Rennen wir einfach wie üblich dran vorbei. Und dann wollen wir hier nach links. Sicher, da kann man glaube ich auch Crystal durchdashen, aber hier ist genug schief gelaufen in diesem Stream. Das riskieren wir nicht nochmal. So, und jetzt sehen wir gleich, wofür wir Ismas Tier brauchen. Ich bin nämlich ein sehr schlechter Speedrunner. Hier gibt es einen Skip, den könnt ihr euch auf YouTube angucken. Ich kann ihn euch nicht vormachen.
mit dem man hier auch ohne Ismast hier durchkommt, aber mit Ismast hier kann man einfach durchschwimmen. So, jetzt müssen wir einfach nur so schnell wie möglich nach unten, wobei die Geschwindigkeit hat sich hier so irgendwie ein bisschen erledigt. Weil wir eh schon so viel Zeit verschwendet haben. Immer mit für ein bisschen billige Seele. Heilen. Und wir sind an der Boss-Arena. Mit dem haben wir es gleich zu tun. Und hier geht's rein zur Riesenqualle Monomon. Für den Fall, dass meine großspurige Ankündigung, dass das kein Problem ist, falsch ist, nehmen wir hier einmal die Bank mit und los geht's. Ja, der Fight ist einer, den Speedrunner deutlich schneller hinkriegen, als ich das gleich schaffen werde, weil die so ein paar Taktiken anwenden, die ich gar nicht erst ausprobieren werde. Hier kommt man auch rein ohne Ismastier. Das ist jetzt hier der Bossraum. Wenn man sehr gut in diesem ganzen... Ja, das ist ein bisschen sinnlos. Okay, hier kann man sich am Anfang ein bisschen Soul holen. Macht aber keinen Sinn. Weil wir ja voll sind. So, und jetzt kommt gleich unser Freund von eben. Treffer, das ist für die erste Runde gar nicht so schlecht. Der Kampf ist an sich relativ easy. Ja, wenn das nicht passiert. Er hat jetzt zweimal hintereinander. Er hat nur zwei Angriffe. Der Quallenmann. Er kann entweder an dem Ort, in dem wir sind. An dem Ort, in dem wir sind, diese Elektroangriffe zünden. Oder an festgelegten Orten irgendwo in der Arena. Und die festgelegten Orte sind so, dass man auf den beiden Plattformen unten immer sicher ist. Nächste Runde müssen wir es aber haben. Hier auf diesen Plattformen ist man sicher, wenn dieses Muster erscheint. Da hätte ich stehen bleiben sollen. Ja. So, jetzt müsst ihr wieder den Schutzschild verlieren. Immer noch nicht. So, aber es ist letztlich eine Geduldsfrage, wenn man diesen Angriffen ganz gut entkommen kann.
wenn er sie nicht zweimal macht, aber das ist nicht gut. Ah, problematisch. Ja. Okay, es war knapp, aber wir haben es beim ersten Anlauf geschafft. Das gleicht ein bisschen die ganze peinliche Murkserei am Anfang aus. Dann gehen wir jetzt unsere Belohnung abholen dafür. Dafür müssen wir ganz nach unten. In die Mitte durchschwimmen und den nächsten Dreamer platt machen. Dazu müssen wir hier auf eine kleine Cutscene warten. Hat jetzt aber gedauert. Okay. Durchbrausen, wie gesagt, selber spielen, selber Freude dran haben. Und jetzt wird Monomon the Teacher aufgeweckt. Und wir Dreamnailen, gehen in die Traumwelt und das zweite der drei Siegel am schwarzen Eye-Tempel. Gebrochen. Dafür sehen wir gleich noch eine Animation. Ich glaube, dann war es das mit dieser desaströsen Folge. Wir haben das zweite von drei Siegeln. Der Fortschritt ist okay. Ich guck mal gleich, wenn wir hier fertig sind, wenn wir rauskommen, wie das mit unserer Zeitverschwendung aussieht. Ich tippe mal, dass das jetzt so 20 Minuten gedauert haben wird, das ganze Debakel. Wie gesagt, man hätte den Kampf auch drei oder viermal machen können. Es war ja auch knapp am Ende. Immer positiv denken. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Hera the Beast in ihrem Beasts Den aufspüren. Und dann ist auch schon das Ende in Sicht, weil das nächste danach wird dann The Hollow Knight selber. Und dann ist das Achievement geschafft. Und dann können wir endlich, kann ich endlich, weiter zu neuen Ufern. Ich möchte gerne The Outer Wilds ein Let's Play machen. Und vielleicht auch ein Subnautica Let's Play. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir gucken uns jetzt noch schnell an, wie die Zeit steht und machen nächstes Mal an der Stelle weiter. Na, wie sieht's aus? Ah, gut, 25 Minuten. Es ist, wie es ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.